Wir befinden uns im September 2020. Grüß dich, Kollege. Du stehst gerade in München-Ost und fährst RB 27359 nach Wasserburg am Inn. Mache deine BR628.4 soweit abfahrbereit. Sie fahr PZB Türen öffnen, Abfahrt 15:55. Gute Fahrt wünscht dir Dominik aus dem Rallsim Forum. Servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt hier im Trendsimulator auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde jetzt hier mal das Fenster schließen und dann machen wir meine Türchen auf. Die SIFA und die PZB ein. Dann bürste der Schalter für die Instrumentenbeleuchtung. Den Vorsichtungswender nach vorne. Dazu Spitzenlicht einmachen. Die Bremse werden wir jetzt mal ein bisschen anziehen hier. Gut, das ist ein schönes Wetter und dann brauchen wir die Scheibenwischer nicht. Man sieht also auch da richtig schön mit ZZAs hier am Bahnsteig. Bitte tragen Sie Mund-Nasenschutz. Bedeckung. 15:55 die RB27359 über Grafing, Ebersberg, Forsting nach Wasserburg am Inn. Bitte einsteigen, Vorsicht bei der Abfahrt, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir dürfen schon mit 60 rausfinden aus München-Ost. Ein bisschen wenig los, wenn man hier schaut. Gell? Also, normalerweise immer so meine Transporting-Videos da anschaut, von wo wir in dem Bereich schon haben. Da ist da schon ein bisschen mehr los, da ist eine richtig tote Hose. Also mal ist da so im, jetzt hätte ich beinahe übertrieben gesagt, im Sekundentakt sechs oder einen S-Bahnen durchdonnern. Kann da mehr die Diano herinstehen, in Südostbayern, kann man 628 mit Dostas. Da hinten steht normalerweise auch einiges zueinander, aber gut, jetzt muss im Trendsimulator wieder warten. Meridian, sag ich doch. Da kommt doch schon einer. Da ömmt doch schon einer, so ein kleiner Staudler flirgt. Hochmodern, schon auf Akku umgerüstet. Aber in dem Bereich kann der schon wieder laden. Ne, das ist aber eine komische Signalstellung, der fährt da rein und dann ist der fort. Na du? Wieder im Windesföhner und umtelefonieren oder mit dem Eiföhn. Na, von hinten durch. Eine S-Bahn. Eine S-Bahn, sag ich doch, da ist ja mächtig was los hier. Da ist normalerweise Full Action hier in München Ost. Wenn man so ins F3 hat eine Schatz, kann das sogar eine Aufgabe mit Ansagen sein. Was haben wir denn als München Ost? Grafing und dann haben wir einen Zielort. Grafing bei München. Ich habe überlegt, wo der große BMW hin ist, aber das ist Garching bei München, gell? Das ist nicht Grafing. Das ist Garching, ja genau. Wenn es den überhaupt noch gibt. Also können wir zumindest auch schon wieder 4,7 lösen.
Ach, schön damit. Oh, die schöne Gartencenter-Seebauer-Folierung. Die ist zuletzt einer rumgefahren, aber wenn ich jetzt gerade so überlege, glaube ich, ist das auch schon. Dann habe ich dann diese Aufnahme gemacht bei mir im Transporting von der Hackerbrücke. Das darf jetzt auch schon, glaube ich, 2018 gewesen sein. Also. Gibt es die Gartencenter Seebauer auch noch? Jetzt können wir die Türchen nochmal schließen. Und dann brummelt man mal los. Mal befreien, weil ich glaube, da vorne war 50 am Signal schon. Oh, na, da haben wir keine Chance nicht. Gegen die Anzugsgeschwindigkeit von so einer S-Bahn. Ich glaube, wir mit unseren Titelfregatten ein bisschen wenig Chancen haben. Na, 60 sogar schon, ja. Gehen wir zwar noch einen nachlegen, aber. Haben wir den hinten noch dranhängen oder haben eine einzelne, eine verknutscht, na, ganz normal, ohne Werbelung. Wir können jetzt höchstens einholen, weil der jetzt stehen bleiben muss, genau. Grüß Gott, ZTV-Gäste, Namen der Südost Bahnbahn, begrüßen wir Sie recht herzlich. In der RB 27359 auf der Fahrt nach Ostsuburgen. Next Halt, Grafenbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Gute Fahrt! Dieses München und Gleisnetz oder nicht. Das ist schon Wahnsinn. Wenn wir mit den Güterzügeln unterwegs sind auf der Strecke, dann fahren wir meistens da links los oder kommen da meistens links an. Genau, die sind eigentlich nur 20 Kilometer einmal von der F. Schnell unterwegs haben wir einen Fahrplan anzubauen. So, Ansage 2 müssen wir. Da waren wir vollkommen verspätet dran, das wäre dann nicht. Wenn man die ETA-Zeit nämlich im F3 Hut unten nimmt, ui, was haben wir denn da noch für Schnee? Schneller! Das ist die Bahnland Bayern, oder? Oh! Die Werbelackierung. Das müsste die Eishockey-Lackierung gewesen sein. Die haben aber sauber abgehängt, die S-Bahn. Das mit Diesel. Interessant, gell, was mit den 628ern und alles passieren wird bei dem Umstellungskonzept der Deutschen Bahn, alles hier auf von Diesel wegzumachen, Hybrid oder ähnliches an.
Wasserstoff oder halt die nicht elektrifizierten Nebenbahnen dann auf Strom umbauen. Man darf gespannt sein. Ich kenne die Frage, sind alle mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs? Schön ausruhen. Die waren alle shoppen in München und jetzt fahren sie wieder nach Hause. Mit dem 9-Euro-Ticket Geld gespart und das wurde dann in München vershoppt. Die maximale Geschwindigkeit war gerade 121 ab. Das gute alte Gerumpel, gell? Rumpelkiste. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilchen fahre. Deswegen heißen die Züge RB. Das ist nicht Regionalbahn, sondern Rumpelbahn. Regionalbahn hätte sie bloß besser. Bei dem Bau des Fahrzeuges einfach an der Trennwand die Vorhänge zugezogen, jetzt kann man den Rückspiegel dementsprechend machen. Kann man einfach so einen zugezogenen Vorhang machen. Schlaue Kerlchens. Haben wir denn da? Weit und breit keine S-Bahn. Das ist, was haben wir hier los da? Was haben wir denn da? So, Sammerneger. Vaterstätten. So eine 6,28 für den Spritverbrauch, auch nicht schlecht zu wissen. Ne? Auf 100 Kilometer so dann durch den Ansaugtrichter durchlässt. Durchs Aggregat. Der rechnet in Anführungszeichen schon besser, jetzt geht es mir schon langsam. Wenn wir um 16, 12 da sein sollen, kann man schon langsam in die richtige Richtung. Ich kann auch noch nichts finden, vielleicht kommt kein ICE angeflogen oder sowas. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr S-Bahn-Verkehr drauf, oder?
gleich das Hügelchen nochmal langsam. Hey, hey, hey. Rapschätzen. Drohne weg, Drohne. Ist wieder die Schweiz unterwegs. Das ist ein falscher Anhänger für Milko. Ah, da ist. Da ist Milko drinnen und Rivello. Nein, Milko ist er nicht von hier. Toblerone. Toblerone haben wir da drinnen. Genau, Toblerone. Und Rivello. Aber Rivello gibt es ja in Deutschland nicht. Mit Absatz zu gering. Die Mittermeier, glaube ich, da muss eine Bewerbung machen, oder? Wenn ich das nicht richtig weiß. So, Mittermeier. Allerdings nicht die V2-Strecke, auf der wir unterwegs sind von München-Rosenheim, sondern haben wir noch am Original unterwegs. Auf dem diese Aufgabe von Dominik erstellt worden ist. Den Link für die Aufgabe findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Damit es die bei Gefallen einmal nachgefahren werden darf. Die Geschwindigkeitsänderungen haben dazu sind alle eben ja gut interessant, weil 140 und 130 dürfen wir also wohl nicht fahren. So, was ist eigentlich die Klammer da rechts am Führerstand oben? Was ist das etwa? Was haben sie das Teilchen hingebaut? Was ist das denn? Was ist dieser Knubbel da? Was macht der 628er Knubbel da? Antworten gerne in die Kommentare. Was kann man denn da befestigen? Kaffeebecher heute ist schon mal nicht. Also ich meine, so ein Bahn ist unpünktlich. Aber die Südostbahn ist absolut pünktlich. Echt? Bilder. Für alle heute mit Anschlüsse achten Sie auf die deutlichen Bahnsprühdurchsagen sowie den Anzeigetafeln an den Bahnsteigen. Wir haben das übers Bahnbahn verabschieden wir uns von den ausbezogenen Umständen im August und wünschen Ihnen ein angenehmes Wetter. Auf Wiedersehen. Führt euch, was ist das? Wenn man in Bayern aus ist, führt die.
Ach, das ist 60 reichen, dann brauchen wir wieder 40. Ah, 60. Ja, das ist wieder knapp. Nicht genau erwischt. S-Bahn-Zügle. Voller Dreiteile. Ah, gackert nicht. Ruhe ins Haus wird. Bleiben wir gleich dahin stehen. Sind wir eigentlich einen oder zwei? Passt doch perfekt, oder? So. Und? Na, um 12 noch erst die Türen aufmachen sollen, gell? Das wäre lustig gewesen. So, weiter geht's. Wasserburg am Inn Abfahrt. Was? 16.23 Uhr ist aber nicht ernst. Oder? Schnell, junge Dame, weil sonst... Ja, doch. Hat sie jetzt überlegt, ob sie noch einsteigen will oder was? Gibt ja nicht. Oh, das ist eine mit Kaffee. Ja, die ist flott. Ja. Gerade noch. Aber der erste wieder kommt, der dann den Zug verpasst. Nein, der nicht, der kann nur Glück kommen. Ja, geht noch. Da, Brunn, da war schon der Brunn. 628er Regio, Südostbayern, Wahnsinn. Oh, dieser Tussi. Ja, tut mir leid, junge Dame. Das wird wohl nichts mehr. Leider können wir dann eh nicht mehr fahren, weil dann ist doch keine mich zu los. Leider. Weil wir das Ende am Bahnhof wahrscheinlich auch machen können. Jetzt so genau passend anhalten. Hey, die sind wieder aufgekommen. Halten Sie an. Aber leider geht es dann nicht mehr weiter. Schauen wir, ob da noch ein Abschlusstext kommt.
Gut gemacht, haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Hoffe, die Fahrt hat euch Spaß gemacht. Über einen netten Kommentar und Däumchen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, bleibt heiter, bleibt lustig. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Alles Liebe und Gute von eurem Maverick. Pfiat euch!